Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Der Bruder sagt, darf man in der Moschee kaufen oder verkaufen? Nein, man darf in der Moschee nicht kaufen, nicht verkaufen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ihr jemanden sieht oder seht, der in der Moschee kauft und verkauft, dann sagt ihm, möge Allah subhanahu wa ta'ala deinen Handel verlieren lassen. La arbah Allahu tijaratak. Möge Allah subhanahu wa ta'ala deinen Handel nicht erfolgreich machen. Deshalb, die Moscheen sind nicht dafür da, dass man Kaffee und Tee trinkt und dass man kauft und verkauft, sondern die Moscheen sind dafür da, dass man Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, dass man nach Wissen sucht und dass man betet. Das ist der Sinn. Natürlich, wir meinen mit der Moschee der Platz des Gebetes. Aber außerhalb jetzt vom Platz des Gebetes, zum Beispiel bei uns, hier ist keine Moschee, dort ist Moschee. Hier kannst du kaufen, verkaufen, kannst du, kein Problem. Aber drinnen nicht, nein. Wallahu ta'ala ala wa alam. Naam.